hier seht ihr, was wir für das Rezept brauchen. Ungefähr bis zu dieser Linie. Alles andere ist Quatsch. Das sind Gewürze, die ich eigentlich fast oder nie benutze. Das Rezept ist Zucchini-Reis, mediterran. Das kann man auch mit Blumenkohl machen. So ist es aber nahezu vegetarisch. Bis auf halt so ein paar Gewürze, aber das ist halt nicht so schlimm. Es geht halt nur darum, dass das ziemlich einfach zu verdauen ist insgesamt, wobei die Zucchini so eine Ausnahme ist, wie alle anderen Kürbisgewächse. Aber es ist, glaube ich, immer noch besser als Wurzelgemüse und Kohlgemüse. Aber mir schmeckt es auch insgesamt besser und leichter. Also die Zucchinis, die werden wir einfach zur Seite arbeiten, indem wir die erstmal ein bisschen klein schneiden, dann in den Mixer oder am besten noch in der Küchenmaschine, Food Processor, halt so klein machen, dass die halt die Konsistenz von Reis annehmen. Kann man, wie gesagt, auch mit Blumenkohl machen. Dann haben wir drei Tomaten, eine Paprika, eine Avocado, eine ziemlich kleine Avocado, ein bisschen Sellerie, kann man auch, glaube ich, weglassen. Das ist jetzt nur ein Experiment, der Sellerie. Wer möchte, kann auch Salz nehmen, ein bisschen. Frischen Basilikum, frischen Schnittlauch, zur Not halt Lauchzwiebeln oder Lauch nehmen, Bärlauch. Dann habe ich noch drei eingeweichte Datteln. Ist auch eher ein Experiment, nicht im Originalrezept drin. Finde ich aber allgemein, dass es die, wie nennt man das, die Aromen ganz gut ausgleicht. Es soll nicht süß sein, es soll nur die Aromen ausgleichen. Frischen Dill hatte ich nicht, da habe ich jetzt vom Rewe gefrorenen Bio-Dill. Und getrocknete Paprika habe ich nicht, einfach für mehr Aroma, deswegen habe ich einfach getrocknete Paprika. Das ist aber leider noch nicht mal Rohkostqualität. Ich habe gerade aber nichts anderes da. Ja, dann schneide ich das alles mal ein bisschen. Also das Gemüse und sehen uns gleich wieder. So, ich habe das meiste jetzt einfach mal in den Mixer gegeben und werde das mixen. Und dann werde ich noch einen Teil der Paprika, der Tomate und der Avocado sowie dem Schnittlauch in Stücke schneiden für den Zucchini-Reis. Der Zucchini-Reis ist nicht wirklich gelungen in einem Mixer. Sollte man also besser eine Küchenmaschine benutzen. Also es geht eigentlich. Also ich bin zufrieden damit, dann hat es ein paar Stückchen noch drin und ein bisschen breiiger insgesamt, aber es geht schon. Ja. Das ist die Soße, die kommt schon sehr geil. Ich habe es aber noch nicht probiert, erst gerochen. Und vom Aussehen auch sehr geil. Schmeckt jetzt nicht perfekt, aber ziemlich gut. Hätte noch mehr Dill reingemusst. Aber im Prinzip. Ah genau, die Zitrone, die fehlt nämlich. Zitrone und Dill. Das werde ich noch eben nachgießen und hier habe ich die Stücke schon reingemacht. Im Prinzip hätte man jetzt auch alles, was in der Soße ist, auch einfach schneiden können und so reinmachen können. So ist das Originalrezept auch. Und dann hätte man es so schon essen können, aber ich mag gerne Soßen. Okay, shit. Ich habe es gerade schon gesnackt, das schmeckt so immer gut. Das ist unglaublich. Normalerweise sollte man das jetzt so 20 Minuten stehen lassen, damit die Aromen sich alle schön verbinden und ein schönes Erlebnis geben, aber ich glaube, da kann ich jetzt nicht so lange warten. Also die Zubereitung hätte 10 Minuten gedauert. Der Kostenpunkt ist ca. 3,50 €. Ich habe jetzt hier so eine fette Schüssel voller leckerem Essen. Also 10 Minuten Zubereitungszeit, das kann man manchmal mal machen. Ich mache es ungefähr zweimal die Woche. Kann aber auch sein, dass ich irgendwann mal Bock drauf habe, das jeden Tag zu machen oder auch mal 2 Wochen gar nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein schönes, einfaches Rezept ohne viele Kombinationen. Sehr wasserreich, frutarisch, roh, nicht allzu teuer und sehr lecker. Ciao. Ach genau, die Soße, der ist perfekt geschmeckt, nachdem ich mehr Kräuter hinzugegeben habe und Zitronensaft. Perfekt wäre noch, wenn man getrocknete Tomaten hätte. Getrocknete Tomaten, da findet man meistens keine, die extrem übersalzen sind, die nicht extrem übersalzen sind. Die meisten haben so 8 Gramm Salz auf 100 Gramm.
Und jetzt habe ich aber im Bioladen welche gefunden, im Biomarkt bei uns, die hatten nur 0,8 Gramm oder 0,85 pro 100 Gramm. Waren ein bisschen Öl eingelegt, kann man aber leicht abwaschen. Und die sind halt nicht ganz trocken, sondern halt ein bisschen ja, in Öl eingelegt, aber halt auch wasserreich sind die noch. Die brauchen einfach nur abwaschen, dann sind die auch schon labbrig, kann die einfach dann direkt ins Rezept mit reinwerfen, ohne die einweichen zu müssen. Das ist eigentlich ganz genial. Sind aber nicht allzu günstig.